Hi Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir möchten unseren Preis abholen und gucken mal, wie wir erhalten. Ja. Ich glaube, das war nur das eine, aber wir können vielleicht das nächste noch rausfinden, was wir dann noch machen dürfen. Du willst eine Prämie für deine Stellpunkte, stimmt's? Oh. Als Prämie für 10 Stellpunkte kannst du nun ein zusätzliches Pferd registrieren. Wenn du also ein schönes Wildpferd geziemt hast, zögere nicht, es zu registrieren. Wenn du noch 2 Stellpunkte mehr sammelst, dann erhältst du einen praktischen Reisesattel. Und eine Reisezaumzeug. Ein Reisezaumzeug gleich dazu, Link. Vielen Dank, dass du unsere Stelle nutzt. Was hast du mit diesen Reisedingern auf sich? Erstmal will ich übernachten. Ja. Will ich ein Marlonbett mal haben? Warum nicht? Nicht nur stellt ein Marlonbett mehr von deiner Gesundheit wieder her als ein normales Bett. Und ein weiterer Grund für seine Beliebtheit ist, dass man dort im Schlaf eine Weissagung des Pferdegottes Marlon erhält. Bis morgens. Ich wünsche einen erholsamen Schlaf, geruhsamen Schlaf. Ich weiß, war jetzt teuer, aber für Marlon, Gott der Pferde. Gewehre, schnellere Hufe und dickeres Fell. Nordosten von Hyrule. Akala, Stall, da warte ich. Akala? Muss jetzt echt hinlaufen oder wie? Oh, 3 extra jetzt. Okay. Einen schönen guten Morgen. Und hast du eine Weissagung erhalten? Zum Dank für eine Übernachtung jetzt ein Stellpunkt. Oh. Ich freue mich schon auf deinen nächsten Besuch. Wird das auf der Karte markiert? Nordosten, Akala. Das wäre irgendwo hier, ne? Würde ich sagen. Nicht Nordosten. Ne, Norden, da muss hier oben sein, aber. Wenn er wartet. Ich weiß nicht. Ich dachte, ich kriege einfach nur. Ich meine, er gewährt uns tolle Sachen scheinbar. Aber permanent. Oh, du bist. Suchst du wieder mal Schutz vor dem schlimmen Wetter? Ich wette auch, bis es aufhört. Bei übeleisigem Wetter, wie jetzt gerade, flüchtet man am besten in ein Gebäude. So zerrt es nicht an deinen Kräften. Achso, Höhlen sind auch eine gute Wahl. Sie sind oft wärmer als ungemütlicher, als man meinen würde. Oft aber auch nicht. Oft aber nicht immer so. In Eishöhlen ist es mindestens so kalt wie im Schneesturm. Puh, hört der blöde Schneesturm denn hier auf? Ich würde so gerne die Ruinen unter die Lupe nehmen. Was für Ruinen? Oh, wir haben sogar Ausdauer noch dazu gekriegt, sehe ich gerade hier. Wenn das leer ist, dann haben wir sogar noch einen extra Kreis. Oh. Möchtest du ein Pferd registrieren? Abholen. Oh. Mit dem Blackie. Mitnehmen. Oh. Gut, dann nehmen wir Wild in dein Ob. In unser Obhut. Okay. Ah. Danke, dass du gewartet hast. Oh. Sag mal, möchtest du dein Pferd vielleicht mit einem Geschirr ausrüsten? Nee. Bleibt so. Ich bedanke mich für die Nutzung unseres Stalls. Bitte lass es mich wissen, wenn ich noch etwas für dich tun kann. Manche Pferde besitzen viel Ausdauer und können daher sehr lange galoppieren. Aber im vollen Galopp ist es recht schwierig, die Richtung zu halten. Also musst du mehr auf Hindernisse achten. Reite also am besten nur dann mit Höchstgeschwindigkeit, wenn du genug Platz hast. Wir freuen uns schon auf deinen nächsten Besuch. Hi. Oh. So. Auf zu den Orni. Oder erstmal da hoch. So, wo ist dieses Drachending? Also richtig traue ich mich nicht, da hinzugehen, wenn das Ding da rumfliegt. Mich dahin. Da ist der Weg. Nein, hier hoch.
So, hier kann ich doch irgendwo hoch, oder? Nein, hier lang. Ist schon richtig, kleines Pferdchen. So, können wir da hoch. Was? Vielen Dank, hat auf jeden Fall geholfen. So, wir sind. Ist da auch gekonnt? Keine Ahnung. So. Ich will am besten da irgendwo hoch. Das war ein Stein. So, das ist eine Höhle oder sowas. Oder? Ja, das ist ein Stein. Ich dachte, das wäre so eine Brücke und dahinter eine Höhle oder. Irgendwas. Aber leider nicht. So, ich will eigentlich nach oben immer noch, ne? Ne, ich muss da hoch. Oh, wie komme ich denn da hoch? Ah, vielleicht über diesen Berg hier. Mal gucken. So, gut. Da möchte ich noch hoch. Gut. Hätte jetzt rüberfliegen, reicht das von der Höhe? Ich fürchte nein. Nee, es wird nicht reichen. Schon zu tief. Okay. Wie komme ich da am besten hoch? Über diese Platten, da kann ich mich dort hochschießen, oder? Ich hoffe, das reicht jetzt, darauf zu kommen. Ja, sieht gut aus. Perfekt. So. Aha, aha, aha. So, gut. Dann hoffe ich, dass ich mich jetzt hier hochballern kann. Das ist zu hoch. Oh nee, oder? Oh nein, nein! Oh. Ja, bloß weg, ja? Hey, wenn ich mir deinen Gesichtsausdruck so ansehe, ist diese Sorte Monster für dich nicht der Rede wert. Du hast im Kampf großes Können unter Beweis gestellt. Nimm das hier als Zeichen meiner Anerkennung. Abwehrfleischspieß, nice. Ich mag zwar nicht danach aussehen, aber ich bin ein ziemlich erfolgreicher Monsterjäger. Ich verbringe meine Zeit damit, durch ganz Hyrule zu reisen und es damit mit allen möglichen Monstern aufzunehmen. Auf die Bitte eines Mannes namens Colton, hin suche ich gerade nach Majois, mysteriösen Wesen, die in Höhlen leben. Ich bin hergekommen, nachdem ich erfahren habe, dass sich eins in der Höhle nicht weit von hier aufhalten soll. Aber wo genau? Hm. Ja, das ist eine Höhle. Ist hier eine Höhle? Ahnung. Kann er nicht rein? Ist das so hoch? Nee, ich darf nicht. Hm. Schade, ich wollte eigentlich hoch. Oh.
Marumi. Sehr gut. Sehr money. Irgendwo eine Höhle. Ist das hier eine Höhle? Ist hier ein Rumi? Entdeckt. Okay, ich kann auf jeden Fall hoch. Oh ja, komm her. Oh. Ich weiß es nicht alles. Taktik ist auch. Ups. Tschüss. Ist hinüber. Mehr oder minder. Was? Wie? Ich werde runtergesogen. Was ist das? Ich wollte nur darüber. Okay. Auch auf hin, ne? Stein. Hab ich irgendwo einen Stein dran? Ernsthaft. Okay, ich habe eine extra lange Waffe, nur für dich. Wow. Die habe ich hier nicht getroffen. Uff, 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 uff. Da ist hier so ein Panzerbild um ihn. Hallo? Mann, Link! Danke. Ah. Okay, Metall. Ich will jetzt nochmal seitlich gehen. Danke. Brauche eine Waffe erst in der Hand, ne? Nein. So, ist immer Ruhe da. Boom, das hat gesessen. Alter, der haut trotzdem noch zu. Link, steh auf. Meine schöne Waffe. Oh Mann, ey. Ah. Blödmänner, yay. Wow. Rostfröstling. Nee, Röstfröstling, Mann. Am offenen Feuer geröstet schmeckt der Fröstling besser als roh und füllt Herzen auf. Okay, Pfeil. Noch mehr Pfeile.
Bockhorn. Das Band an seinem schwertförmigen Horn kennzeichnet einen Anführer. An einer Waffe befestigt, steigert das Horn die Angriffskraft. Dient auch als Medizinherstellung. So, ich brauche erstmal einen Stein. Hier haben wir einen Stein. Nein. So, das Ding. So. Diamanten gibt es hier sogar. Das scheint, falls es hier gefährlich ist, oder? Ich kann mir zumindest vorstellen. So, ein Leuchtstein. Das lohnt sich aber, die Höhle. Gut, dass wir mehr Leben hatten, als wir normalerweise hätten. Also durch das gute Schlafen. So, Feuerstein. Sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, dann gehen wir da mal weiter. Weil Rumi haben wir jetzt immer noch nicht gefunden. Nee, Rumi ist es nicht. Dieses andere Ding halt. Ich muss sagen, die Bomben, die waren gerade bombastisch. Die waren ja ultra gut gegen die. Oh, das ist ein Ibarok, oder? Doch. Der ist so auffällig. So, jetzt bin ich aber irgendwie hier gelandet, wo ich gar nicht hin wollte. Erstmal eins mitnehmen. So, dann können wir das ja auch mitnehmen. Saphir. Hat man noch nie einen Saphir? So, wieso wurde ich da jetzt runtergezogen? Können wir halt. Ich hoffe, dass ich bis darüber komme. Link, du schaffst das. Wir glauben an dich. So, ich glaube, ich muss nur bis zum Pilz kommen, oder? Runter steht doch halbwegs sicher. So, danke. Okay, gut. So, Kiste. Eisvogelschwert. Ein zweischneidiges Schwert des Ornivolks. Mit zerfressener Klinge. Es erzeugt mit jedem Angriff einen starken Windstoß. Okay. So, gut. Habe ich das wenigstens auch nochmal. So, jetzt ist aber immer noch nicht dieses Viech hier gewesen. Was ich gesucht habe. So, den Stock habe ich ein bisschen verwendet, deswegen. Zack. So. Neuen Stein dran. So, hier haben wir doch auch noch mal irgendwie eine Windböe, ne? Ja. Und noch mal was oben ist. Aha, dahin.
alles? Ich dachte, das wäre so ein zweiter Weg. Oh, warte. Das ist eine Art zweiter Weg. Wow. Das hat sich doch schon gelohnt. Das ist nichts. Was haben wir hier? Langstock mit Soldatenlanze. Okay, dann nehmen wir doch den hier weg. So. So, die Seite auch nochmal. Okay. Da waren wir schon. Genau, nur das Viech haben wir jetzt noch nicht besiegt. Oh. Ah, super. Nein, 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 nein. Och, Link. Das ist doch jetzt nicht wahr. Natürlich frieren wir mitten in Luft ein und können es nicht mehr vor befreien. Oh, ist das doof. Was zum Henker war das denn jetzt? Muss ich jetzt die ganze Höhle nochmal machen? Ich hoffe nicht. Nee, warte mal, die Mobs müssen wieder. Nee, hier wird gespeichert, okay. Glück gehabt. Puh. So. Kann ich alles mit den Bögen auch was machen? Die Bögen kann ich nicht verstärken, ne? Ne, hat direkt beendet, okay. Wie kann ich den jetzt besiegen hier? Ich komme gar nicht so hoch. Oh. 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 So. Haben wir ganz schön schnell hochgedrückt da. Ach, das ist ja. Weißt du was? Wir haben eine richtig schöne neue Waffe. Nur für dich. Ohne Riesenreichweite, damit hast du nicht gerechnet. Ah, Mist. Könnte man noch abschießen. Aber das hier will ich haben. Das war wichtig. So. Ist hier nichts mehr? Okay. Aber wir haben jetzt auch alles Wichtige fertig gemacht. Sieht aus wie so ein Fischerspeer, ne? Nur extrem lang. Ah, es wird hochgetrieben. Ah, guck mal an. Zack. Keine Chance. Nimm eine Bombe. Du triffst sonst nicht. War jetzt nicht so viel, wie ich eigentlich gehofft hatte.
Ich nehme mal Feuer. Das ist effektiver bei Eis. So. Wenn der Wind nicht wäre. Ja, sowas ranmachen. Plus 1. Ein Apfel macht echt mehr Schaden? Okay. Macht gar keinen Sinn. Plus 1, so. Weil Apfelpfeile. So, noch einmal und der ist weg. Das ist schon irgendwie dämlich, dass ein Apfelpfeil mehr Schaden macht als ein normaler Pfeil. Ich meine, gerade der Apfel dran, ne? Müsste eigentlich negativ sein. So, da ist es. Wow. Zwei Sachen runtergefallen, oder nicht? Haben wir halt wenigstens das. Eisraubschleim. Stein. Ein Stein aus einem Eisraubschleim. Er bewahrt seine Kälte auch außerhalb von dessen Körper, was ihm bei Zugabe von Kleingetier zu einer guten Medizin zur Tat macht. Oh. Ja, der Blutmund ist gleich wieder da. Schön. Hier sind wir wieder weg. Oh. Das war ja der Zufall, dass das Ding genau mit mitgelaufen ist. Ja, es tut mir leid, es tut mir leid. Und der Mond ist wieder da. Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt. Ja, kennen wir. Das hören wir uns ein andermal wieder an, aber nicht jetzt. Ich will aber nur raus hier. So, also, wenn du da wirklich was machen wolltest, du hättest keine Chance. Komischer Krautstein. Aber jetzt hat er uns den Tipp gegeben, dass es Mayumi ist. So, kann ich hier hoch? So. Ja, kann ich. Perfekt. So, ich will dahin. Wow. Geh weg. Kann uns gar nichts. So, von hier aus kann ich da wohl darüber, glaube ich. Ja, mach mal. So, sehr schön. Haben wir es doch geschafft. Turm zu Tsukiki Schneefeld. Okay. Ich weiß nicht, ob wir hier auch wieder eine Aufgabe bewältigen müssen. Bisher war es ja meistens so. Deswegen machen wir erstmal Schluss für heute und bis zum nächsten Mal. Ciao.